Am letzten Wochenende strahlend blauer Himmel und eisige Kälte. Ganz Ungarn friert unter einer dicken Schneedecke. Nur in der Hauptstadt heizen drei Deutsche ordentlich ein. Nach ausverkauften Hallen in Deutschland und Polen traten HP, Rick und Axel alias Scooter vor 1500 Fans in der Budapester Peska-Halle auf. Also wir waren jetzt ein paar Tage in Polen. Das war ganz schön stressig eigentlich, weil die Infrastruktur ist doch noch nicht ganz so ausgebaut. Und es ist immer so ein bisschen abenteuerlich, kann man sagen. Also das ist eben nicht alles so, wie man es gewohnt ist. Hier Budapest zum Beispiel ist ja absolut westlicher Standard. Ich denke mal, es gibt zwei Unterschiede. Der erste Unterschied ist, dass die Hallen hier im Ausland meist größer sind. Wir haben ja doch noch mehr Fans auf der Tour. Und zum Zweiten denke ich, dass die Fans hier noch einen Tick euphorischer sind. Und ja, das ist einfach, hier ist einfach noch mehr Stimmung im Laden. Die Songs waren dieselben, mit denen Scooter im Januar auch auf ihrer No Time to Chill Tour in Deutschland auftraten. Nur die Bühnenshow änderten sie zwangsweise ein klein wenig ab. Also von daher muss man da Einschränkungen hinnehmen, was die Show angeht. Ist natürlich schade, wir sind das jetzt gewohnt so, die ganze Deutschland-Tour, Pyro-Effekte. Hatten dann unsere speziellen Tänzerinnen, die sind nun auch noch ausgefallen. Dann haben wir welche jetzt vor Ort genommen. Also man muss schon ein paar Abstriche machen, leider. Scooter auf Osteuropa-Tour, das bedeutet jeden Tag eine andere Stadt und jede Nacht ein neues Hotel. Nur selten liegen HP, Axel und Rick im eigenen Bett. Und das, obwohl alle drei Scooter-Jungs bereits in festen Händen sind. Während der Deutschland-Tour war es so, dass ab und zu die Mädels dann mal dazu kamen. Jetzt sind wir eine Woche am Stück unterwegs, dann sind wir erstmal wieder drei Tage in Hamburg. Also es geht schon. Also wir werden jetzt nach der Tour erstmal uns eine Woche ein bisschen entspannen, locker machen, in irgendwie Urlaub und danach geht's ins Studio.